Über kaum ein Thema wurde in den letzten Jahren so kontrovers diskutiert wie über Bildung. Jugendliche aus Ansbach bewiesen eindrucksvoll, dass Schüler selbst die besten Ideen haben, um die Institution Schule stetig zu verbessern. Gemeinsam organisierten sie in einer Projektwoche ihre Traumschule. Sie gestalteten den Unterricht, so wie ihn Schüler sich wünschen. Also Traumschulwoche heißt, dass wir den Unterricht eigentlich selber gestalten dürfen. Wir dürfen uns aussuchen, was wir zuerst lernen. Und dürfen zum Beispiel jetzt mal Mathe lernen, dann Deutsch oder dann wieder Mathe. Freie Einteilung des Lernstoffs und gegenseitige Hilfe. Und das schulübergreifend. Denn im Projekt Was macht Schule lernten Haupt-, Realschüler und Gymnasiasten gemeinsam mit und voneinander. Auch für ein Nachmittagsprogramm war gesorgt. Durch verschiedene Ausflüge lernten die Kinder so spielerisch und lebensnah. Die Traumschule in Ansbach wurde so zu einem vollen Erfolg. Das ist ganz toll, man hilft sich oft gegenseitig. Da brauchen wir fast keine Lehrer, sondern die Schüler helfen sich auch gegenseitig. Dieser Traum von Schule sollte überall Wirklichkeit werden. Und nicht nur in Ansbach.